In diesem Video möchte ich euch einen provisorisch zusammengebauten Tintenstrahldrucker im Detail vorstellen. Die Maschine ist aus einer Zusammenarbeit mit Theo Deutinger entstanden, der für ein Kunstprojekt einen extrem langsam, aber kontinuierlich arbeitenden Drucker benötigt. Ein erster Ansatz, das zu erreichen, besteht darin, einen handelsüblichen Druckkopf über einen Arduino Uno anzusteuern. Gut dokumentiert ist im Internet die Funktionsweise des HP6602 Druckkopfes, eines recht alten, monochromen Modells mit nur 12 Düsen, die nach dem Bubblejet-Verfahren arbeiten. Dabei werden die Tintentropfen ausgestoßen, indem das Lösungsmittel der Tinte über ein Heizelement zum Verdampfen gebracht wird. Der Vorteil des alten Druckkopfmodells liegt darin, dass pro Heizelement ein Anschluss nach außen geführt wird. Durch das jeweilige Heizelement einer Düse muss ein kurzer Stromstoß gesendet werden, um diese zu erhitzen und mit der entstehenden Dampfblase einen Tintentropfen auszustoßen. Dabei ist die angelegte Spannung und die Zeitdauer entscheidend. Bei einer zu geringen elektrischen Leistung verdampft die Flüssigkeit nicht und es wird kein Tropfen ausgestoßen. Ist die Leistung zu hoch, so brennt das Heizelement augenblicklich durch und die Düse ist zerstört. Laut der von mir entdeckten Quelle, die auf meinen Seiten verlinkt ist, wird ein Puls von 5 bis 6 Mikrosekunden an einer Spannung von 20 bis 21 Volt benötigt. Als Spannungsquelle verwende ich die 12 Volt Leitung eines Computernetzteils. Die 12 Volt werden über einen Boost-Konverter auf etwa 18 Volt angehoben, was nach meinen Experimenten ausreicht, die Düsen zu aktivieren. In meinem Test-Setup übernimmt ein Arduino Uno das Timing der Pulse. Die 5 Volt Signale an den Ausgängen des Arduino werden über ULN2803 Chips auf diese 18 Volt verstärkt. Um die Düsen ansprechen zu können, wird eine Druckkopfhalterung für den HP6602 benötigt. Hier etwas selber zu basteln ist aufgrund der sehr kleinen und eng beieinander liegenden Kontakte nicht zu empfehlen. Die Kontakte werden über ein Flachbandkabel herausgeführt und in einen sogenannten Flat-Flex-Konnektor gesteckt. Ich habe für einen ersten Test eine derartige Buchse aus einem alten Drucker herausgeschnitten. Wie zu sehen ist diese für mehr als 16 Kontakte vorgesehen. Die Pins der Buchse liegen sehr eng beieinander, was das Verlöten recht knifflig gestaltet. Nach dem Verlöten muss mit einem Durchgangsprüfer unbedingt getestet werden, ob keine Kurzschlüsse zwischen benachbarten Pins bestehen und ob eine leitende Verbindung zu allen Kontakten des Druckkopfhalters vorhanden ist. Befestigt ist die Elektronik an der Mechanik eines ausrangierten 3D-Druckers. Von den 18 Ausgängen des Arduino Uno bleiben 6 für weitere Steuerungsaufgaben des Druckers übrig. Je zwei davon verwende ich zur Ansteuerung der Schrittmotoren der beiden Achsen. Die A4988 Treiberchips steuern die Motoren über Eingänge für Schritt und Richtung an. Mit diesem Aufbau habe ich eine erste Software geschrieben, die Bitmap-Dateien drucken kann. Um zu prüfen, ob alle Düsen funktionieren und in der richtigen Reihenfolge angesteuert werden, wird ein Linienmuster gedruckt. Sind alle Parameter korrekt eingerichtet, so können Grafiken zu Papier gebracht werden. Wie zu sehen ist die Software für die ersten Tests nicht auf maximale Geschwindigkeit getrimmt, wie bereits gesagt sind für das Projekt extrem langsame Drucke gefordert. Es ist schön zu sehen, wie die Grafik Zeile für Zeile aufgebaut wird. Da der Abstand zur Papieroberfläche mit etwa 5 mm recht groß ausfällt, ist ein Sprühnebel aus kleinen Satellitentröpfchen an feinen Strukturen zu erkennen. Ferner sind die Flächen der Schrift nicht so tief schwarz, wie sie sein könnten. Ursache dafür ist, dass die Düsen auf einer Linie angeordnet sind und dabei bauartbedingt relativ große Lücken zwischen zwei Öffnungen verbleiben. Um die Punktedichte zu erhöhen, wird beim Druck eine Zwischenzeile eingefügt. Nach dem ersten Durchgang wird das Papier nur um den halben Abstand zwischen zwei Düsen vorgeschoben und dann diese Zwischenzeile gedruckt. Nach diesem zweiten Durchgang wird das Papier um eine volle Zeile vorgeschoben und das Spiel beginnt von vorne. Die Auflösung mit diesem Verfahren beträgt etwa 180 Dots per Inch.
Die Kanten werden glatter und die Flächen mit einem höheren Deckungsgrad gedruckt. Das ist der momentane Stand meiner Druckerentwicklung. Als nächste Schritte werde ich eine geeignete Druckermechanik für Papierrollen entwerfen sowie weitere Optionen für den Druckkopf ausloten. In einem früheren Video hatte ich ja bereits einen Druckkopf aus einem Relais vorgeführt. Dieses System möchte ich verfeinern, da es sich dabei um eine recht robuste Mechanik handelt und eine große Bandbreite an Tinten verwendet werden kann. Wie es mit dem Weltdruckerei genannten Projekt weitergeht, werde ich in kommenden Videos zeigen. Dem Namen entsprechend wird hier die Welt als Rorschach-Test gedruckt. Die Schaltpläne, weitere Infos zum Drucker und die von mir geschriebene Software gibt's wie immer auf meinen Seiten. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!